Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video mit dem Lenovo Yoga 900 von der Unterseite. Ich habe es natürlich nicht lassen können und habe das Gerät mal aufgeschraubt. Ist jetzt auch ein Testgerät, also kann da nicht wirklich viel passieren. Die Unterseite lässt sich wie gesagt abnehmen. Insgesamt 10 Torx T4 Schrauben sind hier verbaut, natürlich mit so ein bisschen Kleber, um die zu sichern. Und ja, die Unterseite aus Metall kann man abnehmen und dann bekommt man auch Zugriff auf die inneren Komponenten. Ganz groß ist hier der Akku einmal verbaut, 66 Wattstunden. Was steht hier noch so alles drauf? Ich glaube 8800 mAh bei 7,5 Volt. Also relativ großer Akku natürlich. Ist auch größer als beim Vorgänger Lenovo Yoga 3 Pro. Da war dann auch der Intel Core M-Prozessor verbaut. Hier haben wir wirklich den Intel Core i7 Skylake Prozessor 6500U, also deutlich mehr Leistung. Dann haben wir eine SSD verbaut, die wir natürlich bei Bedarf austauschen können. Das ist jetzt hier das Modell mit 265 GB. Es gibt noch ein Modell mit 512 GB. Dieses kostet aber 200 Euro mehr. Höhere Modelle gibt es jetzt nicht. Da müsste man halt eventuell das kleine Modell kaufen und dann eine SSD kaufen, die zum Beispiel 1 Terabyte hat. Das wäre aber kein Problem, weil man hier wirklich super einfach rankommt. Also hier waren irgendwie keine Kleber oder so, nur die SSD. Da fehlt, glaube ich, eine Schraube. Denn als ich das aufgemacht habe, war das schon weg. Aber hier hat schon jemand, beziehungsweise Lenovo gibt ja die Testgeräte raus und die werden halt markiert. Und vielleicht hat da jemand irgendwie schon mal die Schraube entfernt. Ich weiß es nicht. Jedenfalls war da keine. Dann sehen wir hier einmal die Wi-Fi-Karte, die man theoretisch auch erreichen könnte, wenn man die austauschen möchte. Hier die beiden Lautsprecher. Dann die neuen Lüfter. Es sind insgesamt zwei Stück verbaut. Diese sollen insgesamt ja deutlich effizienter sein. Ich weiß jetzt nicht genau, um wie viel Prozent. Ich glaube, um 33% effizienter. Sind flacher gebaut und ja, sollen die Kühlleistung deutlich erhöhen. In dem Fall sind es halt zwei Stück. Beim Lenovo Yoga 3 Pro war es, glaube ich, nur einer. Aber dort brauchte der Intel Core M-Prozessor auch nicht so viel Kühlung wie jetzt hier dieser leistungsstarke Intel Core i7-Prozessor. Ansonsten, ja, relativ aufgeräumt. Man kann theoretisch den Akku rausnehmen. Der ist hier verschraubt, hier, hier und hier. Dann hier ist so ein Clip in der Mitte. Also der ist durchlöchert worden und hier ist halt der Anschluss. Also sollte mal was passieren, im schlimmsten Fall könnte man wahrscheinlich diesen Akku hier ganz normal austauschen, SSD sowieso. Arbeitsspeicher sehe ich jetzt hier irgendwie nicht. Ich habe jetzt nicht vor, das Gerät zu zerlegen und mal zu schauen, was hier drunter ist. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass dort eventuell der Speicher verbaut ist, aber auch nicht in Riegeln. Neuerdings machen die das ja so, die Hersteller, dass der Speicher verlötet ist auf dem Gerät und deswegen gibt es halt hier von dem Gerät auch nur zwei Versionen mit halt Speicherunterschieden, aber jeweils 16 GB RAM. Oder die könnten auch hier sein, ich weiß es nicht ganz genau, wo der Speicher hier sitzt. Ich will das auch nicht zerlegen. Ich habe halt nur die Unterseite jetzt mal aufgenommen. Ich muss das ja auch wieder funktionstüchtig zurückgeben, sonst habe ich hier 1500 € Schulden bei Lenovo. Ja, so sieht das Gerät aus. Ein wirklich schönes Gerät, hat mich im Test überzeugt. Es gibt einige Punkte, die mir nicht so gefallen, aber da könnt ihr euch ja mal den Kurztest anschauen. Ansonsten insgesamt ein Blick ins Innere des Lenovo Yoga 900. Wenn ihr euch das Gerät kaufen wollt und eventuell dann ein Upgrade plant, das ist hier definitiv möglich. Eventuell kann man sich so noch mehr Speicher holen. Ich weiß nicht, ob es jetzt mittlerweile schon 2 Terabyte gibt als M.2 SSD, aber ich glaube eher nicht. Also könnte man da eventuell 1 Terabyte aufrüsten. Aber das sind halt wieder extra Kosten, die man bedenken muss. Und da kann man in jedem Fall die Option besteht. Man muss es ja nicht sofort machen. Die SSD-Preise werden natürlich auch weiter sinken. Und dann könnte man theoretisch hier ein Upgrade machen. Ja, das war auch schon der kurze Einblick in das Lenovo Yoga 900. Wenn es Fragen dazu gibt, könnt ihr mir natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.